Hallo und willkommen hier bei kreuzfahrturlauber.de. Gemeinsam mit meinem Schiffberater.com bringen wir dich an Bord. Und damit herzlich willkommen hier an Bord von Arosa Sena, dem Neubau aus dem Jahr 2022 von Arosa. Ein Schiff, mit dem Arosa vieles anders und ganz neu gemacht hat, gerade auch im Vergleich zu den bisherigen Schiffen der Flotte. Es gibt einige besondere Highlights. Es ist zum einen der Antrieb. Es ist ein E-Motion-Schiff mit Hybridantrieb, kann also auch rein mit Batterieantrieb, also mit Strom fahren in den Manövern, zum Beispiel im Hafen. Darüber hinaus große Kabinen, hauptsächlich Balkonkabinen an Bord, eine große kulinarische Vielfalt und vieles mehr. All das werden wir uns in den nächsten 2 bis 3 Vlogs anschauen. Es ist eine Reise, die Arosa Sena fährt auf dem nördlichen Rhein, immer von Köln in Richtung Niederlande und Belgien. Das Schiff ist nur für den nördlichen Rhein gebaut, denn es ist deutlich größer als andere Schiffe. Nicht unbedingt von der Länge, 135 Meter Länge, dafür aber 17,7 Meter breit und damit ja durchaus 6 Meter breiter als klassische Flusskreuzfahrtschiffe und auch noch mal ein Deck höher. Diese Fläche bietet natürlich viel mehr Platz für die eben genannten Bereiche oder zum Beispiel auch einen riesigen Spa-Bereich, einen Kids Club. Es ist also auch ein Familienschiff und ihr merkt schon, es ist wirklich ein besonderes Flusskreuzfahrtschiff und dementsprechend freue ich mich sehr auf das, was uns die nächsten 7 Tage hier erwartet. Dieses Mal außerplanmäßig in Düsseldorf die Einschiffung, sonst halt immer in Köln und von hier aus geht es heute Abend um 19 Uhr dann in Richtung Amsterdam. Morgen ein halber Flusstag und dann werden wir 1,5 Tage in der großen Hauptstadt von den Niederlanden liegen. Auch da wird es rumgehen in diesem Vlog, also freut euch wirklich auf spannende Eindrücke und ich würde sagen, es geht jetzt erstmal an Bord. Viel Spaß! Zu Beginn des Vlogs werfen wir mal einen kurzen Blick in meine Außenkabine mit Balkon. Das ist die Kategorie, die es hier am häufigsten gibt auf Arosa Sena. Und ein kurzer Blick ins Bad zeigt schon mal, ja, sehr hochwertig und schön gestaltet alles, wie ich finde. Gerade auch im Vergleich zu den bisherigen Arosa-Schiffen hat sich hier wirklich viel getan. Man hat das Design grundlegend geändert. Es sind sehr elegante Farbtöne, man hat hier sehr viel Platz. Es ist alles sehr modern gestaltet und vor allem richtig viel Raum. 21 Quadratmeter hat diese Kabine und das ist für ein Flusskreuzfahrtschiff nun wirklich etwas ganz Besonderes. Neben dem Doppelbett, das es hier gibt, noch ein Sofa, gegenüber dann ein Schreibtisch mit Fernseher und das ist dann wirklich das Highlight, eine Balkonkabine hier zu haben. Und wie gesagt, das ist die Kategorie, die es hier am häufigsten gibt. Das heißt, fast alle Kabinen haben hier einen eigenen Balkon. Und ja, was vielleicht im Hochseebereich schon fast üblich ist, ist bei den Flusskreuzfahrten noch lange nicht üblich und umso schöner, dass Arosa Sena hier diesen Komfort eines eigenen Balkons bieten kann. Traumhafte Bedingungen heute Abend schon hier in Düsseldorf, bevor wir dann nachher die Leinen lösen um 19 Uhr in Richtung Amsterdam. Ja, das Raumgefühl hier an Bord, das fällt nicht nur in der Kabine auf, wo es ja wirklich sehr, sehr großzügig ist, sondern hier eben auch auf dem Sonnendeck und insgesamt in den öffentlichen Bereichen. Der Arosa Sena hier 17,7 Meter Breite, das macht sich natürlich auch auf dem Sonnendeck bemerkbar. Es gibt dementsprechend sehr viel Raum für Sonnenliegen hier an Bord oder eben auch für die 2 großen Pools. Ein Pool für Erwachsene, ein Pool für die Kinder. Also ja, Familienfreundlichkeit steht hier wirklich an ganz großer Stelle, neben dem Kids Club, den Familienkabinen und noch ein Kinderpool. Aber auf diese Dinge, da kommen wir die nächsten Tage noch zu sprechen. Ja, und heute, und das im September, 27 Grad hier noch in Düsseldorf, also wirklich wunderbar, bevor wir dann nachher ablegen. Es gibt gleich die obligatorische Sicherheitsübung hier an Bord und dann geht es auch schon zum Abendessen. Man hat ja hier auch verschiedene Möglichkeiten, Abend zu essen. Heute Abend favorisiere ich einmal die Außenterrasse. Ansonsten hat man hier auch noch den Pavillon oder auch den Sena Grill, aber auch darauf kommen wir in den nächsten Tagen noch zu sprechen. Auf dem größten Flusskreuzfahrtschiff Europas befinden wir uns hier und gleich werden wir dann die Leinen lösen und hier hinten aus dem oder vom Außenbereich des Restaurants kann man das Ganze wunderbar anschauen, genauso wie man hier den wunderbaren ersten Abend genießen kann, einen richtigen Sommerabend, denn ja, das sind heute wirklich angenehme Temperaturen und so freue ich mich, dass es hier einen Außenbereich wieder gibt, dass man vom Buffet eben die Speisen hier rausholen kann und dann eben auch draußen direkt am Heck des Schiffes das Abendessen genießen kann. Also gleich lösen wir die Leine und dann bin ich mal gespannt, was es heute Abend hier noch so gibt an Bord der Arosa Sena und dann steht morgen auch erstmal ein halber Flusstag an. Guten Morgen hier vom Amsterdam-Rhein-Kanal, den wir gerade mit der Arosa Sena
befahren. Eine erste angenehme Nacht in der Kabine und heute Morgen wirklich wunderbar gewesen, direkt die Balkontür zu öffnen, rauszutreten und die vorbeiziehenden Bäume hier und die Landschaft zu genießen. Holland, die Niederlande, ja ein sehr flaches Land, dementsprechend auch hier entlang des Amsterdam-Rhein-Kanals alles sehr flach. 1952 tatsächlich schon eröffnet worden, der Kanal. Immer wieder beeindruckend, wie lange es diese Bauwerke, ein Kanal ist ja durchaus auch ein Bauwerk, wie lange die schon bestehen. Ein sehr gelungenes Frühstück heute im Marosa Market, das war sehr angenehm soweit. Tolles Design, finde ich einfach richtig schön umgesetzt und auch die Qualität des Frühstücks, die Auswahl hat mir sehr gut gefallen. Ja, und jetzt verbringen wir hier den halben Flusstag in Richtung Amsterdam, gegen 12.30 Uhr, 13 Uhr werden wir ankommen. Heute Nachmittag steht noch was sehr Spannendes an in Amsterdam, aber dazu später mehr. Bis dahin kann man jetzt die Zeit hier noch gut genießen und ich finde ja diesen Bereich hier vorne am Captain's View ganz besonders schön. Das ist hier der Bereich noch vor der Brücke, man kann wirklich bis ganz vorne in die Bugspitze gehen und dort einfach die Fahrt genießen. Das Sonnendeck ist hier nämlich auf dem Amsterdam-Rhein-Kanal leider geschlossen. Arosa Siena ist ja noch mal ein Deck höher und dementsprechend ist es bei niedrigen Brückendurchfahrten, ich glaube 9,60 Meter oder so ist hier die Brückenhöhe von den niedrigsten Brücken auf dem Kanal, ist es dann tatsächlich jetzt hier während der Fahrt geschlossen. Wenn wir gegen 13 Uhr im Hafen von Amsterdam ankommen, dann wird es aber auch direkt wieder alles aufgebaut, sodass dann auch die Pools oben wieder zu benutzen sind. Nur noch knapp eine Stunde bis Amsterdam und was ich ja wirklich toll finde, hier auf dem Balkon zu sitzen und die Fahrt durchs Grüne zu genießen. So grün, so ländlich und so ruhig. Es kommen immer mal wieder ein paar Schiffe vorbei, aber hier am Ufer ein paar Enten, ein paar Gänse und das ist wirklich schön. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir jetzt gleich mitten in der Stadt von Amsterdam festmachen. Wir legen am Kreuzfahrtterminal Amsterdam an, also dort, wo sonst die großen Kreuzfahrtschiffe anlegen. Ja, und jetzt können wir noch ein bisschen die Fahrt genießen und gleich werden wir dann plötzlich in die Stadt kommen, plötzlich in Amsterdam sein und dann geht's los direkt aufs nächste Boot, wo ich dann der Kapitän sein werde, aber das sehen wir dann später noch. Wir sind mit der Rosa Siena angekommen in Amsterdam. Wie könnte man so eine Großstadt besser erreichen und bequemer erreichen, als mit einem Flusskreuzfahrtschiff ganz gemütlich anzulegen, fast mitten in der Stadt anzulegen und dann von hier aus diese wunderbare Stadt zu erkunden. Anderthalb Tage haben wir Zeit dafür, wir liegen noch bis morgen Abend hier, also genügend Zeit, um hier die niederländische Hauptstadt zu erkunden. Ich hatte eben schon kurz angedeutet, nachher werde ich noch selbst zum Kapitän. Ja, hier kann man nämlich Boote mieten, mit denen man selbst unterwegs sein kann und das ist durchaus mal eine sehr coole Gelegenheit, Amsterdam vom Wasser aus zu erkunden, wenn man dann mit dem eigenen Boot hier durch die Grachten fährt. 3 Stunden für 89 Euro jetzt an einem Wochenendtag. Finde ich durchaus in Ordnung dafür, dass man damit bis zu 6 Personen auf so einem Boot unterwegs ist. Vom Schiff aus waren es jetzt zu Fuß 30 bis 45 Minuten mit einem Taxi oder mit einem Uber zum Beispiel auch ganz komfortabel zu erreichen. Man kann ja zum Beispiel auf dem Rückweg dann die Zeit auch ganz gut nutzen, um nochmal so ein bisschen durch die Gassen zu spazieren und Amsterdam zu genießen. Aber ich würde sagen, jetzt genießen wir erstmal die Eindrücke hier vom Wasser aus. Drei Stunden unterwegs gewesen mit Boats for Rent, so heißt der Anbieter hier in Amsterdam, wirklich sehr schön gewesen, 89 Euro für diese Tour und man merkt jetzt erstmal, wenn man hier zu Fuß durch die Stadt unterwegs ist, wie ruhig und entspannt gerade diese Fahrt war. Es gibt natürlich auch Grachtenfahrten, geführte Ausflüge, wenn man das Ganze jetzt nicht selbst machen möchte, auch über Arosa zu buchen und ich muss aber sagen, gerade das selbst durchfahren, selbst der Kapitän in Anführungsstrichen zu sein, das hat wirklich Spaß gemacht eben hier auf den Grachten. Jetzt laufen wir von dort aus einmal quer durch die Stadt zurück, einmal über den zentralen Platz hier in Amsterdam, durch die Einkaufsstraße und letztendlich hier auch gleich noch ein bisschen durch das Rotlichtviertel, denn das ist so der direkte Weg zum Schiff zurück und gehört ja letztendlich auch zu Amsterdam mit dazu. Insgesamt wirklich ein gelungener Nachmittag hier in Amsterdam und morgen ist der Montag, da wird es auch deutlich ruhiger. Da haben wir dann noch mal einen ganzen Tag, um Amsterdam auch noch mal intensiver zu erkunden.
so eine herrliche Abendstimmung jetzt hier noch im September in Amsterdam. Immer noch angenehme 25 Grad, denke ich mal. Und das jetzt hier am Anleger direkt mit der beeindruckenden Arosa Sena im Hintergrund. Ja, wirklich ein Schiff mit beeindruckenden Dimensionen auch, das man von hier aus nochmal sehr gut sehen kann. Und eben noch ein sehr leckeres Abendessen eingenommen im Arosa Market. Also das war wieder von sehr guter Qualität, was es dort gab. Das Buffet einfach schön angerichtet. Es sind jetzt auch neue Schalen, in denen es serviert wird. Das macht einfach nochmal einen deutlich hochwertigeren Eindruck. Und ansonsten vom Ambiente auch sehr schön alles. Heute dann nochmal ein angenehmer Abendspaziergang hier mit dem Sonnenuntergang. Auf jeden Fall auch sehr schön. Und was findet heute Abend noch statt? Ein Loungeabend auf dem Pooldeck. Das natürlich auch toll hier in der Kulisse von Amsterdam. Ja, und ansonsten steht da morgen ja noch ein ganzer Tag an hier in Amsterdam, um die Stadt zu erkunden. Man kann ja von hier aus jetzt auch noch das Rotlichtviertel ganz gut erkunden am Abend. 20 Minuten etwa zu Fuß von hier aus vom Anleger in die Stadt. Oder Arosa bietet alternativ auch, oh, man hört es schon, es geht schon los im Hintergrund, gleich auf dem Sonnendeck. Ansonsten bietet Arosa auch noch eine abendliche Grachtenfahrt hier durch Amsterdam. Man auch das bietet natürlich bildet einen guten Abschluss des Tages hier in der Hauptstadt der Niederlande. Tag 2 in Amsterdam, heute auch wieder ein sonniger und spätsommerlicher Tag hier im September. Wir haben heute wieder 29 Grad in der Prognose und Amsterdam bietet sich einfach an, um hier noch einen ganzen Tag in der Stadt auch zu verbringen. Dementsprechend wunderbar, dass Arosa Sena hier noch bis heute Abend 22.30 Uhr liegt, dann ist Landgangsende, bevor es weitergeht. Und bis dahin noch genügend Zeit, um die Stadt zu erkunden mit all den Möglichkeiten hier. Zum Beispiel auch das Anne-Frank-Museum, das Van Gogh-Museum, Heineken Experience und so weiter und so fort. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man so einen Tag hier in der Stadt verbringen kann. Für mich geht es jetzt gleich erstmal wieder hier an Bord und dann werde ich den Schiffsrundgang für euch in Ruhe produzieren. Und heute Abend, da steht noch ein ganz besonderes Highlight an, mit ein bisschen Nervenkitzel dort hinten. Adam Lookout heißt das Ganze, aber dazu später mehr. Der Schiffsrundgang ist im Kasten und so gibt es heute Nachmittag eine Belohnung hier. Und zwar Kaffee- und Kuchenzeit, 15.30 Uhr. Das Ganze jetzt hier vorne am Captain's View. Wunderbar zum Genießen. Ja, und man kann hier Getränke digital bestellen. Wie funktioniert das Ganze? Man öffnet die moderne Arosa-App, geht auf zur Getränkebestellung, scannt den QR-Code und dann kann man hier per Smartphone-App dann das bestellen, was man möchte. Es wird einem komfortabel an den Platz gebracht und man muss nicht mehr warten, bis ein Kellner da ist oder reingehen. Alles ganz praktisch hier über die digitale Smartphone-App. Die App, die hat noch weitere Funktionen. Man kann dort zum Beispiel auch sehen, was hier die Programmpunkte an Bord sind. Man hat den Fahrplan nochmal zum Abrufen. Man sieht die Ausflugszeiten, die Öffnungszeiten der Bars und Restaurants. Das Menü-Dinner, also was es heute Abend zu essen gibt, auch das kann man hier schon mal digital über die Smartphone-App aufrufen. Heute Abend gibt es Spezialitäten aus Holland. Ja, und ansonsten Öffnungszeiten des Bars. Über den Überblick über meine Reise kann man auch nochmal aufrufen und einen Kalender mit den persönlichen mit den persönlichen Terminen, die man hier so hat an Bord. Ja, finde ich sehr gelungen. Für ein Flusskreuzfahrtschiff ist auch das mal wieder besonders. Also hier auf Arosa Sena hat man einige moderne Innovationen an Bord. Für mich heute ein recht produktiver Tag hier an Bord von Arosa Sena. Muss ja auch mal sein. Wir waren ja gestern schon viel in Amsterdam unterwegs. Heute Abend geht es aber nochmal raus nach dem Abendessen zum Adam Lookout. Das ist hier der große Aussichtspunkt in Amsterdam, von wo aus man einen herrlichen Blick hat. Vom Schiff ungefähr 25 Minuten zu Fuß entfernt. Man fährt dann einmal mit der kostenlosen Fähre rüber auf die andere Uferseite und dort kann man dann mit dem Aufzug hochfahren zum Adam Lookout, wo man einen herrlichen Ausblick hat. Ich glaube, das Ticket, wenn man es online bucht für den Aussichtspunkt an sich, kostet 14 Euro und ich muss gerne noch mal schauen, wenn man das mit der Schaukel bucht, die dort über den Abgrund geht, dann ist es etwas teurer, aber es lohnt sich und was wir genau dort gleich erleben können, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Währenddessen findet hier an Bord der Arosa Sena ein Auftritt einer Gastkünstlerin statt. Da bin ich etwas traurig, dass ich das jetzt verpasse. Ich hatte die Tickets vorab schon gebucht, denn an sich ist es ja etwas sehr Besonderes, wenn auf einem Flusskreuzfahrtschiff eine Gastkünstlerin auftritt. Also es kommt jemand Externes an Bord und wird hier heute Abend in der Lounge eine Veranstaltung präsentieren. Das finde ich auf jeden Fall sehr interessant und auch nochmal erwähnenswert für euch, dass man hier auch wirklich viel dafür tut, um Entertainment zu bieten. Das hat ja alles inzwischen schon durchaus einen Hochseecharakter auf dem Fluss, eben klein skaliert, finde ich auf jeden Fall sehr positiv.
Wir sind jetzt hier oben auf dem Adam Lookout angekommen, etwa 100 Meter über den Dächern von Amsterdam. Und von hier aus hat man wirklich einen großartigen Ausblick über die Stadt. 14,50 Euro für das normale Ticket. Ich habe die Preise gerade herausgefunden. Und 24,50 Euro für das Ticket mit der höchsten freischwebenden Schaukel über einem Abgrund Europas. Ja, das ist schon wirklich ein Adrenalinkick. Vor allem, wenn ihr ja auch vielleicht der ein oder andere von euch schon weiß, dass ich jetzt nicht so für die Höhe zu haben bin. Aber ich finde, das sollte man einmal gemacht haben, wenn man hier ist. Ich habe es tatsächlich vor einigen Jahren schon mal gemacht, aber es ist immer wieder ein Adrenalinkick, wenn man hier oben steht und darüber hinaus schaukelt, finde ich zumindest. Aber gut. Ja, und von hier aus der herrliche Blick über Amsterdam bis hin zur Arosa Sena hinter der Asamara Pursuit. Und den Blick, den genieße ich jetzt gleich einmal hier von dieser Schaukel aus. Was ein Abenteuer, einmal over the edge zu schaukeln, so heißt das Ganze dort oben, 100 Meter über Amsterdam und damit ein gelungener Abschluss hier aus dem Aufenthalt von Amsterdam. Hier auf der Bühne von der Lounge an Bord von Arosa Sena gab es heute Abend noch einen Gastkünstlerauftritt, eine Gastkünstlerin, die hier gezaubert hat. Das haben wir jetzt leider verpasst, hätte ich mir gerne angeschaut, aber gut, so ist das dann manchmal, wenn mehrere Dinge dann gleichzeitig interessant sein können. Das war auch schon der erste Vlog hier von Bord der neuen Arosa Sena. Im nächsten Video geht es weiter nach Rotterdam und Dordrecht. Darüber hinaus dann in den nächsten Folgen auch noch weiter nach Antwerpen und dann noch ein Flusstag in Richtung Köln, in Richtung Düsseldorf, wegen der Umrotung zurzeit. Es lohnt sich also auf jeden Fall wieder einzuschalten, denn es wird noch viele interessante Infos geben hier zur Arosa Sena und zu den Städten, die man hier anläuft entlang dieser interessanten Route. Schön, dass ihr mit dabei wart. Abonniert gerne den Kanal Kreuzfahrturlauber Fabian für weitere Videos hier von Bord der Arosa Sena, zum Beispiel auch ein Schiffsrundgang, Kabinenrundgänge etc. Und bucht gerne eure nächste Reise unter meinschiffberater.com, um mich damit zu unterstützen. Vielen Dank dafür. Und bis ganz bald, euer Kreuzfahrturlauber Fabian.